These photos show cross-dressing soldiers from the German Wehrmacht. Die Fotos zeigen auf einmal Soldaten, die wir kennen als Nazi-Krieger, auf einmal von einer Seite, die man nie erwartet hätte. Also die sind auf einmal eine gewisse Weichheit, eine Sentimentalität, die kommen auf einmal als Menschen mit Sehnsucht daher. Martin Dahmann collects private photo albums from various wars. He went through hundreds of albums from World War II and found so many pictures of cross-dressing soldiers that he published a whole book of them. Solche Fotos gibt es in allen Fotoalben aus Kriegen. Also, verrückterweise gibt es in deutschen Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg besonders viele dieser Fotos. Why was cross-dressing so popular in the Wehrmacht? One likely reason is Germany's carnival tradition. But there's more to it than that. Ich glaube, auch die Situation der Soldaten selber war speziell. Also die waren ja dann teils jahrelang weiter weg, als sie sich hier hätten träumen können zu kommen. Und also besonders isoliert vielleicht war da auch dann das Bedürfnis nach einem zeitweisen Entkommen größer als anderswo. What do the pictures reveal about sexuality in the Wehrmacht? Man kann nichts beweisen. Ich kann auch nur vermuten. Aber ich würde denken, dass diese Darsteller sowohl homosexuell als auch heterosexuell waren. The Nazis persecuted and murdered gay men, yet they appear to have tolerated cross-dressing within their own ranks. Es gibt einen schönen Begriff von einem Soziologen, Erwin Goffman, der meinte, dass das tatsächliche Leben die Ideologie unterlebt hat. Also sozusagen, dass es auf der einen Seite diesen ideologischen Rahmen gab, aber dass das Leben selber sich wiederum seine eigenen Wege gesucht hat. Und ich glaube, eher in die Richtung würde ich das eher einordnen. Any information attached to the photos is limited at best. The identity of most of the soldiers remains unknown. Ich hoffe eigentlich und ich glaube eigentlich auch, dass man nach den vielen Jahren, die wir uns mit dem Dritten Reich auseinandergesetzt haben, dass es jetzt vielleicht möglich ist, auch solche schwierigen Thematiken zeigen kann mit Grautönen und mit einer Ambivalenz. Ich hoffe sehr, dass es jetzt nicht so verstanden wird, weil ich sie weich zeige, will ich den Krieg und die Verbrechen relativieren. Das will ich nicht.